Hey Leute, willkommen zurück beim Lousy Let's Play von Mutation auf JB. In der letzten Folge ist es uns zumindest gelungen, dass wir in den Karneval reinkommen. Wir haben die Tür der Werkstatt vom Vogel öffnen können, mit dem Augenschließer vom Fischer sein Riesenfisch. Haben ein kurzes Gespräch mit dem Fischer selbst gehabt, der dann seiner eigenen Frau, die gerade in der Badewanne gesessen ist, offenbart hat, dass er ein Alien ist, also ein Außerirdischer. Und außerdem haben wir bei den Shops, nämlich beim Antiquitätenhändler, ein Stück Eisen bestellt. Und jetzt versuchen wir herauszufinden, wie am besten ein Tag vergeht, damit das Eisen angeliefert wird. Und dazu werden wir irgendwie den lieben Johnny dazu bringen müssen, dass er doch noch eine Nacht schläft. Der Frechdachs, der. Was hat er vorher gesagt? Schauen wir nochmal. Benutzt nochmal das Bett. Na, wieder nur 15 Minuten. Ich kann so nicht einschlafen. Ich muss warten, bis es draußen dunkel wird. Bis es draußen dunkel wird, wie kennt's? Was könnt ihr machen, damit der Tag vergeht oder damit es dunkel wird? Ja, mir macht das wahnsinnig. Ich tue ein bisschen zusammenrahmen, vielleicht macht er die Schublade wieder zu. Bava Johnny. Es wird Erwartung hergestellt. Ah, warte mal. Ist ja ein Haken oben. Man kann es nicht schließen. Ah. Komm. Ich habe ein bisschen Angst vor Dunkelheit. Alter, wenn du jetzt nicht schlafen gehst, weil du Angst vor der Dunkelheit hast. Ah, ja. Volltreffer. Auf das. Boah. Das wird jetzt purer Zufall, auf das kommen. Boah, es ist heavy. Ah, kommt die Lieferung. Grüß dich, ich bringe dir das Eisen, das du bei mir bestellt hast. Es war übrigens nicht einfach, deinen Laden zu finden. Nur gut, dass du dieses Schild am Gebäude hast. Eisen? Das letzte Eisen habe ich vor 30 Jahren bestellt. Und seitdem sitze ich hier und warte. Es ist eine Frechheit, dass du erst nach 30 Jahren kommst. An deiner Stelle würde ich mich hier nicht blicken lassen. Vor 30 Jahren konntest du bei mir gar nichts bestellen. Ich war doch damals ein kleines Kind, du Dummer. Was? Dumm? Halt lieber deine bartige Klappe und rück das Geld für das Eisen raus. Ich hab schon damals bezahlt. Lass es hier liegen und verschwinde endlich. Ja, aber erst bezahl. Das kannst du vergessen. Lass es einfach hier und verlasse mein Grundstück. Also gut, behalte dein dummes Eisen und der Teufel soll dich holen. Verschwinde endlich! Okay. Irgendetwas in meinem Inneren sagt mir, dass ich zu Vogels Haus gehen soll. Wie genial ist das? Also der alte Mann hat einfach mal 30 Jahre lang auf Eisen gewartet. Okay. Na gut, jetzt haben wir das Eisen auf jeden Fall. Und wir wissen ja, dass wir das benutzen können, um einen Hebel herzustellen. Wir haben das Eisen. Benutze die Schachtel. Na, bitteschön. Da ist ein Stück Eisen drin. Ich nehme es mit. Okay, mit dem Eisen. Ich hoffe, dass wir jetzt die Maschine bedienen können. Schauen wir mal, ob ich benutze das Eisen mit der Maschine tun können. Oder ob ich mehr tun muss. Ich kann das so nicht benutzen. Benutze das Eisen mit dem Schließfach. Ich kann da nichts reintun, bis du es nicht öffnest. Mein Gott, stell dich nicht so dumm an. Es brennt Licht.
heißt, es muss irgendwo Energie geben. Vielleicht benutzt sie eine Maschine? Wenn du sie einschalten möchtest, versuch es lieber mit dem Hebel links. Du bist witzig, ich habe ja schon Hebel benutzt. Nichts passiert. Was muss ich machen? Vielleicht das Schließfach benutzen vorher? Ich kann das so nicht benutzen. Misch. Habe ich irgendwas übersehen? Ein Schalter? Mein Gott! Da ist ein winzig kleiner Schalter oben. Ah, ist das fies. Und jetzt ist Eisen beim Schließfach benutzen. Okay, dann vielleicht wieder einen Schalter benutzen. Ja. Mhm. Okay. Jetzt lege ich einen Hebel um, damit draus ein Hebel wird. Hebelmaschine. Mir fällt sowas ein. Hm? Na endlich. Naja, das kannst du laut sagen. Hebel. Das ist ja kein Hebel, das ist ein Brecheisen. Mit so einem Ding brechen Diebe in Wohnungen ein. Das hat ja mit einem Hebel nichts zum tun. Ich meine, Hebelwirkung, ja. Das ist ein Brecheisen. Jetzt lass mich überlegen. Wo muss ich ihn jetzt einbrechen? Doch, habe ich. Da brauche ich sicher einen Schlüssel, wenn ich in das Gebäude reinkomme. Wo da nämlich hinten, wo der Biertomat war, bei dem anderen Gebäude irgendwas gesagt hat, dass er einen Schlüssel braucht. Und warum sollte ihr dann jetzt das Brecheisen verwenden können? Das alte Haus aufbrechen? Wo hätte er dann irgendwie Tür benutzen können? In das Haus würde ich, glaube ich, nie reinkommen. So wie ins Lebensmittelgeschäft wahrscheinlich nie reinkommen wir. Beim Fischer daheim einbrechen bringt nichts, wenn er daheim ist. Ah, beim Fischer daheim. In der Garage bei der Kofferraum. Vielleicht kann er den aufbrechen? Schauen wir mal. Da hat er sich damit abgemüht und das hat nicht funktioniert ohne Werkzeug. Wie ich den Kofferraum öffne, wäre hiermit gelöst. Ja, passt. Dann benutze den Kofferraum, Johnny. Was haben wir denn da jetzt? Autobatterie. Warum ist die Autobatterie im Kofferraum? Diese Autobatterie habe ich aus Büschers Wagen gestohlen. Das ist schön. Was hast du jetzt mit der Autobatterie? Hilft mir jetzt die Autobatterie, hm? Busch, aha, im Busch kann ich mal anschauen. Vielleicht sind im Busch die Süßigkeiten versteckt, ich weiß es nicht. Ein ganz gewöhnlicher Busch. Man muss da wirklich oft so genau schauen und alles anklicken und bla bla bla. Fußmatte. Da ist irgendwas Grausliches drunter. Eine Fußmatte hat fast jeder vor der Tür. Wir haben die stehen. Oh Mann. Diese Fußmatte gehörte Fischer.
Also Gitter. Ich kann da unten ein paar Ratten sehen. Würde das Gitter nehmen? Es klemmt. Ich kann es nicht aufheben. Also man kann Objekte mehrmals verwenden, okay. Na down, und jetzt lege ich einfach die Fußtacken wieder hin. Wenn die Fußmatte wieder da liegt, down, leite ich noch mehr an. Na sicher. Dann ist der böse Fischer weg. Er tut's wirklich. Aha, jetzt aufpassen. Versteck die, Johnny, versteck die. Er kommt schon. Hoffentlich fällt er in die Kanalisation rein und bleibt dort für den Rest seines Lebens. Oh. Die Handschuhe zum Kopf. Hey, zieh mich sofort hoch. Ist das ein Befehl? Natürlich ist das einer. Was denkst du denn? Mach schon. Ah! Ich hätte ihm doch helfen sollen. Aber er wird sich da unten wohlfühlen und findet dort bestimmt ein paar neue Freunde. Jetzt. Ich kann nicht rein. Ich habe Angst, dass ich in die Kanalisation falle. Ich spring drüber. Jetzt muss ich echt wieder das Gitter hinsetzen. Es blockierte die Öffnung in die Kanalisation. Okay. Na passt, aber jetzt, ha? Huh? Jawohl. Es schaut irgendwie interessant aus, das Haus. Okay. Panzertür. Hektor. Statue eines Bären. Statue. Zweite Etage. Schauen wir uns mal die Panzertür an. Wer weiß, was Fischer hinter dieser Panzertür versteckt hält. Das wäre aber echt interessant. Ich könnte den Hektor benutzen, aber ich brauche wahrscheinlich einen Handabdruck von ihm. So jetzt nicht so überraschend. Die Statue eines Mutantenbären. Mutantenbär. Was ist das für ein Krieger? Sie stellt einen römischen Kämpfer dar. Hm. Die zweite Etage. Angst, dass ich die Frau im Boot erwische. Ja, no risk, no fun. Aber was war so mit der Frau? Wie bist du hier reingekommen? Verschwinde von hier. Will nicht wissen, wozu ich fähig bin, wenn ich aufgeregt bin. Verschwinde! Ja, sie ist aber noch ziemlich cool für das, dass ihr Mauer-Alien ist. Im Badezimmer kann ich also nichts tun, solange sie drinnen ist. Wo kann ich da gar nicht weiter um mir? Ist da Endstation? Na, okay. Nutzen wir die Tür. Steht da oben Expo. Ist auch wieder irgendeine Apparatur. Kann ich keine Schubladen öffnen? Ein Eimer. Ja, den nehme ich gleich mit. Alles, was so verdächtig herumsteht, kann man meistens nehmen. Wo ist jetzt der Eimer da? Leerer Eimer. Es ist ein normaler leerer Eimer. Wo ist der, wie jetzt? Ausgang? So, Ausgang. Will da irgendwas schauen? Ah. Hängt der Schlüssel. Aber der ist ja viel zu hoch oben. So groß bin ich nicht. Komm, der Schrank. Der Schrank ist mit einem Sicherheitscode geschützt. Ich kann ihn nicht öffnen. Ein Sicherheitscode, wie komme ich jetzt an den Code und wie komme ich zu dem Schlüssel?
Da ist aber sonst nicht. Was? Angel? Mein Gott, den hätte ich ja niemals gesehen. Okay, Angel und Wurm passt sicher irgendwie zusammen. Ja. Was ist der Ausgang? Okay, was ist das jetzt? Computer. Mal schauen, ob man den benutzen kann. Vielleicht ist das da. Oh. Enter. Na gut, also das hat aber überhaupt keinen Sinn ohne einen Code. Teppich. Wieso kann man den Teppich anschauen? Extra. Das hat man noch nie kennen. Schau mir den Teppich an. Ein grüner Teppich. Mhm. Nimmst du einen Miet oder was? Der ist ein bisschen groß, der Teppich. Hm? Ah. Unter dem Teppich war ein kleiner Zettel versteckt. Man muss wirklich mit allem interagieren. Ich verstehe nur leider kein Wort davon, was da steht. 28173126645. Sind das die gleichen Zeichen wie am Computer? Ein 260 MHz Septium Computer. Ja, das habe ich so irgendwie gemeint. Hm. Damit pass auf. AD33X3H. Name benutzen. Das sind ja ganz andere. Nein. Nein, es sind schon. Ich frage mich nur. Ob ich das in der Reihenfolge eingeben muss oder ob das was zu bedeuten hat. Es schaut aus wie HD, dann römisch 3 X. Nochmal römisch 3, das H. Dann ist das mehr so ein Kreuz, ein Pfeil nach oben und ein Weinglas, sage ich einfach einmal. HD 33 X 3, A Kreuz, Pfeil, Weinglas. Na. Davor habe ich jetzt irgendwas vergessen. Merken wir das nicht. Aber es muss irgendwas mit den Ziffern zu tun haben. Weil es kann nicht sein, dass ich es einfach noch der Reihe eingib. Gehen wir nochmal zurück. Was hat es mit dem Schrank auf sich? Muss ja eine Code-Eingabe sein, oder es hängt mit dem Computer zusammen. Der Schrank ist mit einem Sicherheitscode geschützt. Ich kann ihn nicht öffnen. Kann ich zu dem Schlüssel kommen? Ein gelber Schlüssel, der an einem Nagel hängt. Hm? Das ist jetzt ein verzweifelter Versuch. Aber wo könnte der Schlüssel jetzt wieder passen? Ein gelber, goldener Schlüssel. Hm. Boah, das ist echt ein Heavy-Spiel. Also jetzt weiß ich, warum wir als Kinder... Uhr. Schauen wir uns die Uhr mal an. Eine alte Kuckucksuhr. Funktioniert aber nicht mehr. Vielleicht mit der Batterie? Dass ich irgendwie die Uhr reparieren muss. Weil ich muss jetzt jeden verzweifelten Strohhalm... So funktioniert das nicht. Mhm. Ich glaube, dass es mit dem Code irgendwas zu tun hat, mit dem Schrank.
Frage ist nur, ob ich den Code auf reingeben muss. HD33X3. Dann haben wir H, Kreuz, Pfeil, Weinglas. H, Kreuz, Pfeil, Weinglas. HD33X3. H, Kreuz, Pfeil, Weinglas. Hey, was? Ich habe jetzt nichts gedruckt. Wieso ist das so schnell gegangen? Na, das war's nicht. Also ich muss den Code irgendwie knacken. Das hat etwas mit den Zahlen zu tun. Warte mal. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nur 9 ist nicht da, oder für 2 Zwarer. Das ist schwierig. Es ist da irgendwie auf der Seite was drauf. Ein brauner großer Schrank. Wo ist A? Wo ist das komische Zeichen drauf? Na gut, jetzt habe ich eh einen goldenen Schlüssel. Ich möchte nur wissen, ob ich irgendwie die Frau... Und da ist ja irgend so eine komische... Was ist das F da am Boden? Gar nichts, okay. Und ich gehe nicht davon aus, dass ich da mit dem Schlüssel, mit dem goldenen reinkomme, für das habe ich... Weil sonst wäre der Sensor ja für nichts. Das habe ich zwar geöffnet, aber die Tür bleibt zu. Hey. Ich würde jetzt momentan noch mal nicht weiterkommen, aber ich habe Gott sei Dank die Angel und den Wurm. Das ist mal mein nächster Halt, mein nächster Versuch. Und vielleicht war das mit der Maus eine falsche Fährte bei den Kids hinten. Wenn ich einen Fisch habe, kann ich vielleicht die Katze auch weglocken. Und mit Angel und Wurm ein Fisch angeln wird wohl irgendwie möglich sein. Gehe zum Fluss. Gut, da haben wir jetzt. Ja, da ist der Wurm schon mal. Benutze den Wurm mit der Angel. Jawohl. Schau dir die Angel mit Wurm an und jetzt benutze die Angel mit dem Fluss. Ah. Na bitte. Ja! Okay, mit so einem mickrigen Fisch habe ich jetzt nicht gerechnet. Das probiere ich jetzt gleich mal aus. Ah. Zwischen unter der Stadt Cool Lake. Ratten. Überall diese Ratten. Ich hasse diese Viecher. Und ich hasse dieses blöde Ferkel. Es ist deine Schuld, dass ich hier bin. Aber sobald ich hier rauskomme, bringe ich dieses Schwein um. Das schwöre ich. Aber zuvor muss ich mit meinem Raumschiff Kontakt aufnehmen. Zwar kein Plan, warum man jetzt zum Kontakt aufnehmen die Masken abnehmen muss, aber ja, der wird irgendwo wieder aus der Kanalisation rauskommen. Böse außerirdische Fischer. So, wo ist der Fisch? Da. Ein Fisch wie die Katze überweglocken können. Ja!
Oder auch nicht. Sie stopft sich mit Fisch voll. Jetzt die Katze irgendwie. Das geht so nicht. Muss die Katze da wegkriegen. Wo bist denn du jetzt? Gehst denn du jetzt hin, Freund? Oh Mann! Aber jetzt komm. Weg mit dir. Wieder aufwacht. Schupf die Katze hinten runter. Mhm. Magst du reinschauen auch? Ein Stück Käse. Ich nehme es mit. Und eine Tüte Bonbons. Ah, Bonbons, die schauen zwar richtig widerlich aus. Diese Bonbons habe ich in einem Abfallcontainer gefunden. Ja, aber jetzt. Wenn ich jetzt damit die Maus nicht von den Kids kriege, dann weiß ich auch nicht. Also solange ich den Code nicht unbedingt knacken muss und noch genug Beschäftigung habe, ist das absolut kein Problem. Wenn es die grauslichen Apfelcontainer-Bonbons gibt, dann geben sie mir sicher die Maus. Ich muss nur schauen, ob das jetzt reicht, dass ich jetzt benutze die Bonbons mit Buttlag mache oder ob ich reden muss mit ihm. Möchtet ihr vielleicht diese Bonbons? Was? Du hast unsere Bonbons gefunden? Naja, gefunden ist nicht sicher. Der passende Ausdruck dafür, aber... Und? Du gibst sie uns zurück? Zurückgeben? Ich weiß nicht so recht. Dann darfst du mit meiner Maus spielen. Mit der Maus spielen? Gut, du kannst dir die Maus für immer behalten. Nur gib uns bitte unsere Bonbons zurück. Na gut. Gut, abgemacht. Hier sind eure Süßigkeiten. So, Bonbons weg. Dafür habe ich jetzt die Maus im Inventar. Endlich kann ich wieder Bonbons essen. Mal probieren. Schmecken köstlich. Möchtest du auch welche, Ray? Ja, wirf mal welche rüber. Ray oder gute Stimme? Ich esse noch ein. Die schmecken wirklich gut. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das dieselben sind, die wir verloren haben. Wo hast du sie eigentlich her? Naja, um die Wahrheit zu sagen, ich habe sie in einem Abfallcontainer gefunden. Du hast was? Willst du damit sagen, dass wir Müll gegessen haben? Also eigentlich... Naja, könnte man sagen. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Ich habe ein ähnliches Gefühl. Hey, warte! Okay. Ich hab schon gedacht, jetzt kann ich da drüben irgendwie interagieren, aber nein. Ich hab jetzt auf jeden Fall dafür die Maus gekriegt. Und mit dem Stück Käse fällt mir auch noch was ein. Nämlich, im Vogel sein Labor war ein Mäuseloch. Schauen wir mal, ob ich damit irgendwie interagieren kann. Bin jetzt sehr gespannt. Und was ich mit der Säure dann tun muss. Kein Schimmer. Und jetzt benutze den Käse mit dem Mäuseloch. Ja, geht zumindest hin, das ist ein gutes Zeichen. Das kann ich hier nicht benutzen. Okay, na gut.
Aber was wir weiter machen müssen, das versuche ich in der nächsten Episode rauszufinden und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt gesund, schönen Tag noch. Baba, ciao.